Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Digimon Hackers Memory. Wir sind jetzt wieder dazu zustande gekommen, mal wieder die Hauptmission weiterzumachen, aber jetzt kommen wieder die Nebenmissionen. Und ich bin gerade überlegen, welches nehme ich. Ich glaube, ich nehme Erika ihre. Du weißt viel zu viel, das nicht. Ich lerne die Grundlagen. Okay, dann lerne ich jetzt mal die Grundlagen. Es ist eine Bitte von Erika. Ist das ein Fall? Auf dem PC ist eine Mail angekommen. Das sind jede Menge URLs für Forschungsarbeiten. Wow. Sie sagt mir also, dass ich etwas über die digitale Welt lernen soll. Okay, panisch halt. In Erikas E-Mail waren Links zu den ganzen Arbeiten und Artikeln über die digitale Welt. Aber das sind zu viele. Ich lasse mal die ganzen ausländischen Webseiten weg, die ich nicht lesen kann. Wenn ich aus dem Verbleiben der 5 noch die Artikel ausschließe, die zu kompliziert aussehen, bleiben noch 2. Also, welche nehme ich jetzt? Diesen hier. Ich erwarte nicht zu viel, ich habe genommen, womit ich klarkomme. Jetzt hoffe ich auf das Beste und konzentriere mich. So läuft das, wenn man die Nacht durchpauken will. Ich schaffe das. Ja, man reduziert es aufs letzte Stück. Der Begriff digitale Welle bezieht sich auf Energie, die digitale Daten trägt und speichert. Und im Fluss dieser Energie... Sie wird zwar als Welle bezeichnet, aber es ist nicht bekannt, ob es sich um eine Welle handelt oder um Partikel. Experten haben bewiesen, dass es sie gibt. Sie konnte aber noch nicht praktisch genutzt werden. Das muss weiter untersucht werden. Erika und Akemi Sudoe, was für du, haben gesagt, dass die digitale Verschiebung in Shinjuku neulich durch verstärkte digitalen Wellen entstanden ist. Warum sollten sich digitalen Wellen in Shinjuku unterirdisch konzentrieren und warum sind da Verschlinger in der digitalen Verschiebung? Digitale Verschiebung, digitale Welle, Verschlinger, das muss alles irgendwie zusammenhängen. Eine digitale Verschiebung tritt auf, wenn eine digitale Welle gestört wird und Verschlinger treten in digitalen Verschiebungen auf. Ganz schön verschieben. Sudeo kreuzt auf, wo Verschlinger sind und ich gehöre ins Bett, so spät, so müde. Ich kann kaum noch die Augen offen halten. Ich glaube, ich stoße an meinen Grenzen. Das erinnert mich an die geheimnisvolle Detektiven. Detektiven. Nein, Detektiven, oder? Na egal. Als ich Kyoko Kuremi das erste Mal in Shinjuku getroffen habe, hat sie diese digitale Welle untersucht. Ja, jetzt geht räumen. そのままだ。そのまま、じっとしていてくれたまえ。実に興味深い数値だ。君、今時間はあるから、私の調査に付き合ってほしい。君は、私の実験には、うってつけの被験者のようだ。そうか、それは助かる。ではまずは、すまないが、Wieso steht da trotzdem noch blonde Frau, wenn wir doch schon wissen, dass es sie ist? Ah, soko de ii. Dewa soko de nani ka pose o totte kudo. Sou da na. Kimi wa kamera o mukeraretara dono youna pose o toru?一般的な日本人は写真撮影の際は V サインを撮る場合が多いらしい。ちなみに日本人がよく V サインを撮るのは数十年前のオリンピックで選手がこれを用いたことが始まりだそうだが、実際は戦時中にビクトリーの V として使用されたのが起源とされている。時には平和の、時には挑発の意味も込められており、使うものや地域によって意味も異なるという。元来仕草というものは、おっと失礼、話が脱線するのは私の癖でね。調査を続けよう。何でもいい、君がしっくりくるポーズを取ってくれたまえ。ポーズとしては平凡だな。だがこの調査には一層ふさわしい。それでこそ君を選んだ甲斐があるというものだ。君のその非凡な平凡さ、大いに活用させてもらおう。
なるほど。よし、もういいぞ。楽にしてくれ。ご苦労だった。では、次に行こう。ついてきてくれ。Okay, wohin? Ich habe ja nicht gesehen, wo sie hin ist. Vielleicht dahin? Oh. Da können wir ins Unendliche laufen, habe ich jetzt gesehen. Da geht's auch nicht weiter. Wisst ihr, so Verpixelungen gehen halt überhaupt nicht. Ich finde, sowas gehört sich nicht in ein PS4-Spiel. Es ist halt sowas, was... Das sticht halt ins Auge. Das ist das Problem. Das Spiel wirkt halt so, als hätte man es eigentlich auch für die PS2 rausbringen können. Aber nur halb. Okay, sagen wir mal PS3. Aber trotzdem. Nüigurumi. 霊的なものが宿るという話。一口にものと言っても種類は様々だ。小さければぬいぐるみや宝石、大きければ巨大な構造物にさえそういったものは宿るとされている。特にぬいぐるみなどの思い入れが強いものには霊的なものの憑依は起こりやすいそうだ。このぬいぐるみは私が別の調査で手に入れたもの。おっと、また話が脱線したな。調査に集中しなければ。待たせたね。良い数値が取れたよ。何？気になるから、さっきの話を最後までしてくれ。すまない。怖がらせてしまう。だが安心したまえ。今のは上君を怖がらせてぬいぐるみに意識を向ければ数値に変動があるかと期待したものでね。それは正真正銘ただのぬいぐるみさ。誤解しないでほしいのだが、物に霊的なものが宿るという話自体を否定しているわけではない。だがかの有名なつくも神も100年は念を込める必要があるという話だ。その話を参考にするのであれば、このように作られて日が浅いぬいぐるみに曰くなどあるわけがない。初歩的な推理だよ。もちろんつくも神以外の何かが宿っている場合、可能性はゼロではないのね。それが怪異というものだよ。さて次の場所に行こうか。Okay. Ja. Wie gesagt, ist jetzt kein Diss jetzt an das Spiel ist ja gut. Aber bei manchen Sachen denke ich mir halt so, ist es eigentlich diesmal auch für die PS Vita rausgekommen hier in Deutschland? Ich weiß, dass es auch für PS Vita in Japan erschienen ist. Aber ob es in Deutschland für PS Vita erschienen ist, weiß ich nicht. Denn die PS Vita ist bei mir tot. Da habe ich, glaube, das letzte Spiel, was ich drauf gezockt habe, war Persona 4 The Golden. Ist aber auch schon wieder 2 Jahre her, glaube ich. Wenn nicht sogar länger. Da hinten ist er. Und seitdem gar nichts mehr. Kitaka. Dewa, zugi wa kono atari ni suru to shiyou. Ima kara watashi ga yuu kotoba wo oboete kure. Dewa, watagurui taharu na shiteru.タアエルジファジルモンド以上だ。覚えられなかったか。
Watagurui Taharuna Stürf. Haae Lujifazil Mom. Da. Machigaisen Tanomzo. Watashi was Koshi Hanarete Mitte. Kochirama de Kikoere Yona. Okina Koi de Tanom. Mal schauen, ich glaube, die erste Zeile war. Bang. Oh, scheiße, ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Ich habe da nicht aufgepasst, weil es einfach viel zu viel Gelaber war. Also viel zu langer Text, den ich nicht verstanden habe. Also diese Watai. Wataya da lalofuno shidulupu. Sudulupu. Okay, Mist, das war falsch. Mal schauen, dann so. Das war also richtig. Die nächste Zeile war. Okay. Das war aber richtig. Und jetzt fehlt noch. Und jetzt war das Ganze. Yoshi, kore de ii. Gokuro datta na. これで調査は終了だ。結果を見るに、この付近の数値は明らかに異常だ。何かが起きているのか、これから起こるのか。実に興味深い。探しがいがあるというものだ。早速、動き出さなければ。おっと失礼。礼を言わせてもらうよ、少年。君のおかげで面白そうな事件の発生現場に居合わせることができそうだ。では先を急ぐのでね。失礼する。ん？今の実験が何だったか。ああ、デジタルウェーブの数値を計測していたのだよ。今まさに新宿一帯のデジタルウェーブ数値に異常な変動が見られる。そこで通りすがりの君を使ってちょっとした検証をさせてもらったんだ。デジタルウェーブは人の脳波や生体電気などにも反応するが、今回のつまり君の存在がデジタルウェーブには何ら干渉していないと証明してくれたわけだ。自分で試すのが一番手っ取り早いのだが、私は危険体としてはいささか不都合があってね。君が来てくれたのはまさに天の廃材、巡り合わせ、偶然のような必然だ。研究員？そうだな。真理に迫ろうとする姿勢は似ているが、私は研究員というより探求者だよ。私は興味がないことにはとんと無頓着でね。およそ学問には不向きな性質だ。知っているかい？古代ギリシア、ピタゴラス学派などは。名乗るほどのものじゃないさ。そうだな。ただのしがない探偵といったところか。既存の情報を仕入れ、分析し、現実と電脳空間で起こるあらゆる事象に目を向け、真実をつかみ取る。それではな、少年。縁があればまた会おう。Und das war mein seltsames Treffen mit der Detektivin. Okay. Ich habe nicht geschlafen, ich bin wach. Ich habe bloß meine Augen ausgeholt. Das ist immer so, ich schlafe nie. Aber ich bin schon lange am Lernen, vielleicht sollte ich aufhören. Das habe ich jetzt weggedrückt, weil es nochmal dasselbe Satz von vorher war. Es sind noch so viele von Erikas Taten übrig, aber vielleicht ist das gar nicht schlecht. Lernen, Digga. Ein bisschen könnte ich wohl noch weiterlesen. Okay. Erikas langweilige Aufgabe habe ich gemacht. Ich habe sogar 500 Yen dafür bekommen. Ja, GG. Hm.
Vierter, fünfter. Das ist eine neuere Mission, das sind alte. Dann mache ich mal die Geisterparty. Der Klient will, dass ich Nachforschungen zu einem weißen Geist anstelle. Ich werde ihn kontaktieren, um ihn genauere Infos bitten. Jo, Digga, was geht? What the? Nee, Spaß. Bist du der Hacker, der meinen Fall übernommen hat? Oh, ich bin erleichtert, dass der jetzt gar nicht so viel labert. Beziehungsweise, dass er gar nicht labert. Ich find's immer gut, wenn ich selbst mal ein bisschen labern kann, weil sonst, ich wäre es so langweilig dann immer. Für einen Let's Player ist es nichts Schlimmeres, als nicht labern zu können. Noch schlimmer ist, nicht labern zu können und auch nicht zu spielen. Ich bin erleichtert zu sehen, dass du normal aussiehst. Ich hatte irgendwie erwartet, dass Hacker irgendwie beängstigend aussehen. What the fuck? Also klischeehaft sehen Hacker aus wie Nerds, so wie du. Ach ja, der Fall. Hast du gehört, dass es einen neuen Trend gibt? In letzter Zeit machen Jugendliche bei Partys gefährliche Sachen. Und das ist im Trend? Das war das nicht schon immer so? Gehst du nicht zu Partys, bist du nicht gut darin, um mit den Mädchen zu reden? Ruf mich an, wenn du zu einer Party kommen willst. Jo, Digi. Nicht mein Ding. Na gut, aber sag Bescheid, falls du deine Meinung änderst. Normalerweise organisiere ich alles. Ich kann dir Zutritt verschaffen, kein Problem. Vor kurzem wurde eine dieser gefährlichen Partys in Cologne veranstaltet. Oh, schockierend. Wir wollen eine ähnliche Party veranstalten, aber am geplanten Ort soll es einen Geist geben. Ich glaube nicht, dass das stimmt, aber wenn doch, müssen wir den Veranstaltungsort verlegen. Ich möchte, dass du nachhackst. Mit Geistern und solchen Sachen kann ich nicht besonders gut umgehen. Ich will nicht, dass die Mädchen sehen, wenn ich Angst habe. Pussy. Wenn das nicht stimmt, dann werde ich es nutzen, um die Mädchen zu beeindrucken. Hast du gehört, dass es hier spuken soll? Oh Gott, wie beängstigend. Keine Sorge, das ist nicht so, dass Geister dir wehtun. Wow, du bist so tapfer. Sie werden mir aus der Hand fressen. Spast. Billig mag sein, das ist mir egal. Die Mädchen würden es wahrscheinlich gar nicht glauben. Wenn ich eine Geistergeschichte erzähle, werden sie das sofort durchschauen. Das ist der älteste Trick der Welt. Aber irgendwo muss man bei einer Romanze anfangen. Dies ist jedenfalls der Veranstaltungsort. Halte mich auf den Laufenden. Ich weiß nicht, ob mir sein Motiv gefällt, aber ein Fall ist ein Fall. Ich musste Ebene 2 von Cologne, um die Wahrheit herauszufinden. Hört sich mindestens nach einem Auftrag an, wo mir vielleicht ein bisschen Spaß macht. Oh, ich wurde auch so automatisch hinteleportiert. Ihr geht ab, Digi. Auf jeden Fall ist so ein Spaß. So. Ich habe schon lange nicht mehr geantwortet. Oh, ewig nicht. Okay. Rat mal, welche Haarfarbe hat dein Freund Yunugi? Grau? Oder ist das eher weiß? Wenn wir reden, fühle ich mich ganz entspannt. Komm bald wieder. Verstehe, bald ist es soweit. Habe Geduld. Dreh im Café beendet. Oh, ich musste ins Digi-Labor. Digi-Farm. Hey, magst du... Was magst du so? Ich weiß nicht gerade viel über dich. Was ich mag? Viele Sachen. Wir sollten mal darüber plaudern. Ey, spielen wir Ochs am Berg, wenn du wieder Zeit hast. Bitte, bitte. Früher habe ich gerne das Statuenspiel gespielt. Los, spielen wir es. Küsszeit. Was ist auf den Handschuhen vom Mushroom zu sehen? Ein Kreuz, glaube ich. Ah, Mushroom. Oh Gott, bin ich dumm. Bestimmt Pilz. Wenn Mushroom ist ein Pilz. Ach, verdammt. Egal. Wenn ich deine Freunde treffe, sage ich danke fürs Abhängen mit meinen Zähmen. Das ist mir peinlich, aber es ist schön, dass wir quasi eine echte Familie sind. Jo, Mann. Laufer mit Gidia. Ich bin gerade ganz heiß auf Sonnen. Da mache ich immer, wenn ich frei bin. Ja, schön für dich. Erfreut Schnee dich auch? Ich liebe ihn und ich will ihn auch in deiner Welt sehen. Schnee ist toll. Hoffentlich kann ich dir in dieser Welt mal Schnee zeigen. Ja, Mann, ich würde dir so gerne einen Schnee zeigen, Ex-Wemon. So ein richtiger schöner Schneeball. Voll in deine Fresse. Einfach nur, weil ich das mag. Okay, der Rest. Oh Gott, langweilt mich das gerade. Ich antworte jetzt einfach random, weil es eh immer... Oh, okay, das nicht, aber ist egal. Scheiß drauf. So. Ich habe euch geantwortet, Digi. So mache ich das auch immer im WhatsApp. Hey, Schatz, kannst du vorbeikommen? Ja, klar. Wieso kommst du nicht? Hä, was? Achso, sorry. Hab einfach nur nicht aufgepasst. Oh, schöner Rock. Warte mal, Kowloon 2? Nicht dann überhaupt richtig? Och, echt cute, Mann. Dein fucking Ernst. Ich bin froh, wenn ich eigentlich auch die Ultra-Digitation machen kann.
Ja, rein theoretisch kann ich das ja sogar schon. Aber ich will nicht. Ich will Periatra machen. Wundert euch nicht. Es sind gerade sehr viele Projekte, okay? Aber Final Fantasy ist nicht sehr lang. Also ich habe schon einiges aufgenommen. Und ich habe schon 80% vom Spiel. Also es fehlt ja eigentlich echt nicht mehr viel. Dragon Ball ziehe ich gerade ein bisschen hinterher, weil die ist doch nämlich so abfuckt. Sobald das fertig ist, kommt leider schon wieder ein neues Projekt. Ja, das ist übel. Also gerade zur Zeit bin ich nonstop beschäftigt. Also ich muss gucken, dass ich vielleicht dieses Wochenende den Samstag-Stream ausfallen lasse. Was ich sowieso machen werde, weil ich habe schon gemerkt, Samstag-Streams funktionieren nicht. Das Stream so viele. Mein Sonntag-Stream ist eigentlich immer noch am besten. Oder ein Random-Stream. Die laufen eigentlich sogar auch noch besser als das Samstag-Stream. Also Samstag-Stream ist echt nicht mein Ding. Und kommt mir auch passen, wenn das nicht so, dass ich den Samstag-Stream weglasse, weil meistens mache ich was mit Freunden. Und wenn ich nichts mache, dann könnte ich mal eigentlich schön gechillt nach der Arbeit aufnehmen. Wenn ich nicht aufnehme, zocke ich halt so. So wie hier, trainieren. Das mache ich sowieso offscreen, weil es so langweilig ist. Da wurde zwar schon gefragt, ob ich das nicht auch aufnehmen kann, oder beziehungsweise livestreamen kann, aber das Problem ist, es ist nicht sehr spannend. Alter, da ist ja Bakuman, oder wie das heißt. Oh, ehrlich, komm, vielleicht killt es jetzt bitte gleich alle. Dankeschön. Danke. Genauso wie ich das will. Bukamon, glaube ich, hieß der. Bukamon und... Oh, wieso kommen jetzt vor allem so viele Random-Kämpfer? What the fuck? Zurück zum Livestream. Das Problem ist, wenn ich sowas mache, also wirklich grinden und so weiter und oder nur trainieren und so weiter. Bei jedem Spiel ist es Final Fantasy, ist es Digimon, ist es Secret of Mana oder sonst irgendwas. Oder Terranigma. Ich gucke immer nebenbei Serien an. Ich mache das nebenbei. Das ist für mich da eher so wie ein Handyspiel in dem Moment. Du siehst lecker aus, wie wohl deine Seele schmeckt. Ah, Bakemon hieß er. Ach, komm mir nicht zu nahe. Du hast mein Gebiet betreten. Du zitterst. Hast du Angst? Das ist nur ein Digimon. Du machst mir keine Angst. Dieser Mensch wirkt auch sehr lecker. Welchen soll ich zuerst verschlingen? Los, Bakemon, friss ihre Seelen auf. Sie dachten, es wäre lustig, nach einem Geist zu suchen. Nichts wie weg hier. So leicht kommt ihr auf uns nicht davon. Soll ich sie nacheinander fressen? Oder beide gleichzeitig. Beides ist gut. Sie sollen noch mehr zittern. Bleibt mir vom Leib. Wer bist du? Bist du gekommen, damit ich dich auffressen kann? Nein. Eine kursierende Geschichte über einen Geist? Natürlich, ich habe Bakemon gesagt, dass es Menschen Angst machen soll. Warum? Weil es Spaß macht. Warum sonst? Der verängstigte Blick auf ihren Gesichtern ist urkomisch. Du wirst also nicht wirklich unsere Seelen fressen? Wenn du das möchtest, kann ich das schon machen. Du willst, dass wir aufhören? Niemals, wir werden das noch öfteres machen. Dann gibt's eins auf die Fresse. Ah, ist aber wieder kein Boss. Das ist immer so ein Neben. Wow. Da bin ich jetzt gespannt. Okay, Kyubimon ist schon mal nicht effektiv. Oh, Citromon wird es wahrscheinlich auch nicht, wenn es die Schwäche ist. Machen wir zuerst Bakemon weg. Shit, der ist ja wirklich gleich draufgegangen. Ah, das wollte ich nicht. Ich dachte eigentlich, ich mache ein bisschen mehr Schaden oder so, aber... Autsch. Okay, das ist natürlich mies. Ach so, stimmt, Loopmon, den wollte ich ja eigentlich weiterentwickeln. Das habe ich schon wieder voll vergessen. Der ist ja schon im Max-Level. Wir haben verloren. Also gut, ich verspreche, dass wir Menschen keine Angst mehr einjagen. Wir bitten um Vergebung. Wirklich, bitte glaub uns. Wenn wir noch mehr Menschen einjagen, zerstörst du unsere Daten von innen? Bitte tu das nicht.
Komm schon, Bakemon, nichts wie weg hier. Ich wette, seine Seele hätte toll geschmeckt. Meint er jetzt meine unter denen? Die zwei sind einfach unglaublich. Du hast uns wirklich gerettet, danke. Gib mir Geld. Hallo, ich will Geld. Gib Geld. Arschloch. Oh, der Spaß. Hallo. Es gab also doch keinen Geist, das war nur ein Gerücht. Ich sehe so deprimierend aus, weil die Party nicht gut gelaufen ist. Mein Schwarm war dort, aber sie hat noch mehr Angst vor Geister als ich. Als ich die erste Geschichte erwähnt hatte, lief sie schnell weg. Jetzt bin ich noch verrückter nach dem Mädchen. Aber jetzt hat sie wohl einen schlechten Eindruck von mir. Ich habe versucht, sie zu erreichen, aber sie reagiert nicht. Ich muss wohl aufgeben. Lusche. Was habe ich falsch gemacht? Liegt es daran, dass sie Geister wirklich hasst? Nein, sondern weil du rumgesponnen hast. Du meinst, es liegt daran, dass ich sie mit der Geistergeschichte anpacken wollte? Aber so mache ich das immer. Willst du sagen, dass das die Leute abschreckt? Ja. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Idiot. Taktik ist wohl ein zweischneidiges Schwert. Obwohl ich noch auf keine Party bei einem Mädchen Glück hatte, vielleicht sollte ich meine Herangehensweise überdenken. Ach echt, wenn du noch nie Glück hattest bei Mädchens. Vielleicht kann ich es zum Vorteil nutzen, dass ich eine Brille trage. Oh nee. Nächstes Mal versuche ich den kultivierten intellektuellen Typen zu spielen. Danke für all deine Hilfe. Ich glaube, bei der nächsten Party wird das klar. Warum kommst du nicht hin? Aber bei dir will ich echt keine Party haben. Bist du sicher? Wie schade. Aber vielleicht hat das auch etwas Gutes. Ich will ja nicht so viel Konkurrenz haben. Du wirst schon sehen. Bei der 94. Party werde ich endlich Erfolg haben. 94, Diggi? Alter Schwede. 94. Also da würde ich mir echt Sorgen machen, wenn ich du wäre. So, jetzt gehen wir noch kurz noch ins Digimon-Labogen. Gucken mal so, wie es da so weitergeht. Weil das Digi-Labor will ich euch immer zeigen, also ich will euch immer zeigen, wie ich im Prinzip die entwickle. Oder beziehungsweise was ich vorhabe und dann einfach im nächsten Video schon passiert ist. Gehen wir mal auf Digimon digitieren. Wie sieht es bei Chromon aus? Bei Chromon fehlt mir noch Level 30, also es dauert noch ein bisschen. Wurmon. Stinkmon. Geschwindigkeit 55. Wir haben 52 und ich kann noch 5 Level hochkommen. Müsste eigentlich noch drin sein. Also lassen wir den auch noch. Kyubimon. Da fehlt auch noch Level 30. Citramon. Wahrscheinlich auch Level 30. Ah, richtig. Okay, dann Loopmon. Okay, wir haben Loopmon. Entweder entwickle ich das zum Wizardmon oder Gargomon. Oder zu was, was ich nicht kenne. Zu was ich nicht kenne, finde ich immer geil. Oder mindestens die Stulette. Nee, nicht Stulette. Doch, Stulette. Oder wie heißt das? Auf jeden Fall ich weiß nicht, was für ein Digimon das ist. Also ich kann es nicht raussehen. Hier weiß ich, dass das Frigimon ist. Die Stulette, glaube ich. Oder Stuliotte. Okay, schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, was für ein Wort das war. Und ich bin gerade überlegen. Gargomon wird halt nachher zu Rapidmon. Ich weiß nicht, zu was Wizardmon nachher noch wird. Aber wir nehmen das, was ich nicht kenne. Weil das, was ich nicht kenne, mag ich immer. Solange es nicht Sukamon ist oder Numemon. Oder King Suka. Wow! Wer bist denn du? Du siehst cool aus. Ja, jetzt haben wir das normale Problem wie immer. Wen hau ich jetzt raus? Wurmon? Wenn wir überlegen, Wurmon rauszuhauen. Wir hauen Wurmon in die Farm rein. Und holen uns dafür was anderes. Wir haben 2 Platz. Yay. Das bringt mir einfach nichts. Nee, dann lassen wir so. So, Digimon digitieren. Gehen wir mal hier hin. Ex-Wemon bleibt, wie er ist. So. War es nicht so, dass Gold-Numemon gut dafür geeignet ist, um schnell EP zu machen? Mir ist aber überlegen. Ich kann ja nachher wieder zurück digitieren. Aber ich glaube, da war irgendwas. Wir holen uns mal einen Gold-Numemon. Oh, ich könnte dann den Titel machen. Heilige Scheiße. Alter, das sieht halt schon cool aus. Plantium, okay. Warte mal, was ist Gold-Numemon? Der ist Champion, oder? Ja, der ist Champion. So. Erhöht die in Kämpfe gewonnene... Ach, der war Yen. Scheiße. Und Plantia-Numemon? Ah, Plantia-Numemon ist erst das Depp mit der EP. Ja, scheiße. Oh. Und Black King-Numemon? Sorgt dafür, dass Gegner mehr Beute zurücklassen? Okay, und Wademon?
Verhindert Verpixelung. Huhu, Ruhe auf, der so. Ja, Digga. Ach nee, wir brauchen Blantion nur, Mann. Ey, der Verteidigung 999. Krass, was hat der? War der nicht so toll. Okay, aber wir haben Gold Nummermann. Ist jetzt nicht mal dumm gewesen, sehe ich gerade im Nachhinein. So, Palmon. Palmon, können wir machen mal. Müssen wir zu Togemon noch machen. Ich will es zu Togemon machen. Da fehlt aber noch Kampf von 20. 11 haben wir schon. Das muss ich nachher ändern. Gromamon. Ikakomon. Fehlt mir auch noch ein bisschen. Unimon. Unimon? Kann ich noch nicht entwickeln. Kuris. Fehlt auch noch. Der ist noch nicht hohes Level. Sunflowermon. Geht auch noch nicht. Wer war Likismon? Ah. Ach, das ist geile Viech. Okay, das braucht aber auch noch ein bisschen. So, wir können noch ein Digimon in die Digifarm tun. Das heißt, ich werde mir jetzt irgendwas entwickeln. Bin nur überlegen, was. Agumon. Agumon wäre sick, oder? Ja, Mann. Holen wir uns Agumon. Okay. Digimon verschieben. Agumon. So, jetzt gehen wir noch in die Farm und geben denen den neuen Auftrag. Wobei, vorher will ich was anderes machen. Palmon. 12. Was war es? 25, glaube ich, gell? Okay, Gomamon. Ich glaube, bei dem reicht's nicht. Da geht mir jetzt das Fleisch alle. Autsch. Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst, dass der gleich plus 25 bekommt. Okay. Befehl. Trainieren. So. Okay, dann entwickeln wir jetzt noch. Die zwei will ich nämlich noch entwickeln. Palmon wird so Togemon. Okay, und Gomamon wird so Ikakomon. Oh, ich mag Gomamon. Okay. Wie sieht's bei denen aus? Der braucht der Eve. Ja, okay, das passt. Der braucht ja. Braucht Eve Kampf 50%. Das passt eigentlich. Und bei der auch 50. Okay. Ist jetzt nicht so dumm. Auf jeden Fall, Leute, das war's mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann machen wir weiter mit den Nebenmissionen, glaube ich, gell? Ich glaube, ich muss noch ein paar Nebenmissionen machen. Tschüss, Leute.